Hallo und herzlich willkommen zu Sie tut es ja doch, sie spielt ja doch Guild Wars auf YouTube in einem Let's Play. Guild Wars 2 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist ein Online-Rollenspiel, für das man nur einmalig Geld bezahlt, und zwar so um die 50 Euro. Und dann kann man es, so lange wie die Server von ArenaNet stehen, und das werden noch viele Jahre sein, kostenlos spielen. Keine monatlichen Abo-Gebühren, kein Ingame-Shop, in dem man Sachen kaufen muss, um überhaupt im Spiel voranzukommen. Da gibt es im Ingame-Shop gibt's nur, wo man für echt Geld Sachen kaufen kann, lustige Sachen, die eher so sind, um damit anzugeben, hey, guck mal, ich habe einen Plüschgreif, der glitzert. Und all so einen ganzen Kram. Es ist wirklich ein wunderschönes Spiel, wo man, egal wie gut man ist, immer eine Möglichkeit findet, eine Klasse zu spielen. Es gibt keine vorgegebenen Sachen, wo man sagt, ey, die und die Art und Weise, eine Klasse zu spielen, ist die beste und alle anderen verlieren dann. Nein, dieses Spiel ist wirklich sehr individuell und dafür liebe ich ArenaNet. Danke. Okay, ich stürze mich jetzt hier mal einfach so rein, als wäre ich total unwissend und denke mir, oh, ich muss ein Volk wählen. Ich muss mich also entscheiden, mit welchem Volk ich leiden und siegen möchte. Und da haben wir einmal die Char. Das ist so, ja, die inoffizielle Furry-Klasse. Große Kätzchen oder je nachdem auch kleine Kätzchen, je nachdem, wie mein Charaktereditor später arbeitet. Mit Hörnern, was ich ziemlich cool finde. Char. Das Volk der Char wurde im gnadenlosen Feuer des Krieges geschmiedet. Das ist alles, was sie wissen. Der Krieg macht sie aus und nur im Streben nach Herrschaft. Nur das Streben nach Herrschaft treibt sie an. Schwächlinge und Narren haben keinen Platz unter den Char. Nur der Sieg zählt und muss mit allen Mitteln und um jeden Preis errungen werden. Ja, die Char können schon ziemlich dreist sein. Und auch sehr lustig. Ich muss sagen, wer halt mit den Chars seine Storyquest geht, wird eine Menge zu lachen haben. Aber auch bei den Menschen geht es durchaus lustig zu, je nachdem, was man wählt. Für so ein paar Insider sage ich jetzt einfach mal das Wort Ratzkreisel. Lustige Story-Quest, ja. Okay. Menschen. Die Menschen haben ihre Heimat, ihre Sicherheit und ihren früheren Ruhm verloren. Selbst die Götter haben sie im Stich gelassen. Und doch ist der Geist der Menschheit ungebrochen. Diese tapferen Verteidiger Krytas kämpfen mit der gesamten Macht, die in ihnen steckt, weiter. Wir werden noch einen Menschen spielen, auch wenn ich schon einen Menschen als Hauptklasse habe. Ich mag die Menschen einfach unglaublich gern. Ich mag das Startgebiet von ihnen. Wobei auch die Normen ziemlich cool sind, die ja nun mal aussehen wie Menschen, nur viel größer sind. Es sind sozusagen die Wikinger unter den Völkern. Norn. Dieses Volk von hünenhaften Jägern musste einen schweren Schlag einstecken, als der Eisdrache es aus seiner Heimat in den Gletschern vertrieb. Dennoch lassen sie sich ihre Freude am Leben und der Jagd nicht durch eine verlorene Schlacht verderben, wie schmerzhaft diese auch gewesen sein mag. Sie wissen, dass nur der letztendliche Sieger legendäre Belohnungen einstreichen wird. Und das graue Gegenteil zu den Norren, die mehr Muckis als Hirn haben, sind die Asura. Diese alchemagischen Erfinder mögen von kleiner Statur sein, aber sie sind intellektuelle Riesen. In der Welt der Asura überleben nicht die Starken, sondern die Schlauen. Andere Völker glauben, aufgrund ihrer Macht und Kraft herrschen zu müssen, aber das ist ein Irrtum, denn schon bald werden alle den Asura dienen. Ja, das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, denn wenn du in Tyria von einem Ort zum anderen kommen willst, dann ist Laufen eine dumme Idee, denn die Welt ist sehr groß. Und die Asura haben überall Portale aufgestellt, ja, ja, weil sie ja so geniale Erfinder sind. Portale, die dich überall hin herum teleportieren. Und das kostet jedes Mal ganz schön Kohle. Die Asura sind bald reich. Die müssten irgendwann mal das ganze Geldsystem machen, egal. Und dann die neue Klasse, die man aus Guild Wars 1, das ist ja der Vorgänger, das Vorgänger-Rollenspiel, noch nicht kannte, die Silvari. Silvari werden nicht geboren. Sie erwachen unter dem blassen Baum mit dem Wissen aus einem gemeinsamen Traum. Diese noblen Wesen sind Reisende, Abenteurer und Suchende. Sie versuchen, Neugier mit Pflichtbewusstsein, Eifer mit Ritterlichkeit und Kriegslust mit Ehre im Einklang zu bringen. Um die Zukunft dieses Volkes, das erst vor kurzem in dieser Welt erschien, ranken sich Magie und Mysterien. Ich muss sagen, wenn man mit Guild Wars 2 anfängt und nicht meint, man muss unbedingt eine menschenähnliche Klasse spielen, ist es echt schwierig, wie man sich entscheiden soll. Die Char sind verdammt cool, auch mit den Einstellungsmöglichkeiten im Charaktereditor. Die Asura und die Silvari lassen einem da... Wow, also farblich alleine schon alle Möglichkeiten offen. Du kannst farblich gestalten, wie du möchtest. Wir werden aber trotzdem jetzt Menschen spielen. Könnt ihr ab und zu mal im Livestream bei mir reinschauen, und zeige ich auch mal die anderen Klassen, wie sie im Charaktereditor aussehen. Wir werden jetzt allerdings mal mit einem Menschen anfangen, weil, wie gesagt, die mag ich total gerne und passt auch gut zu der Klasse, die ich mir auswählen möchte. Ich möchte allerdings auch weiblich sein.
Oh, da haben wir sie gleich, die Waldläuferin. Das ist die Klasse, die wir später spielen möchten. Ich gehe jetzt mal kurz auf die anderen Charakterklassen ein. Elementarmagierin, trägt leichte Rüstung, hält damit nicht ganz so viel aus, kann aber verdammt viel austeilen, hat unglaublich viele Möglichkeiten zu heilen, aber auch anzugreifen, da sie mit allen verschiedenen Elementen spielt, zwischen denen sie ständig hin und her wechseln kann. Mit Feuer hat sie andere Angriffsmöglichkeiten als mit Wasser und mit Erde und mit Luft. Und sie kann auch noch verschiedene Waffen tragen. Also ihr könnt jeden Charakter als Nahkämpfer oder als Fernkämpfer spielen. Ihr könnt jeden Charakter als Tank spielen, jeden Charakter als Heiler und jeden Charakter als Angreifer oder ein Mischmasch aus allem. Es ist eigentlich auch sehr individuell. Wenn ihr mit einer Klasse anfangt, dauert es erstmal, bis man sich ein bisschen eingefunden hat, aber man kommt schnell auf die Kombination. Und dann ist es so, wie du gestrickt bist, kannst du dir deinen Charakter zusammenbasteln und du wirst trotzdem siegen. Also es gibt keine perfekten Builds in diesem Spiel, gibt es nicht. Ne? Das möchte ich mal gesagt haben. Krieger tragen schwere Rüstungen, halten ziemlich viel aus, teilen ziemlich viel aus. Trotzdem, mit meiner Elementarmagierin habe ich noch keinen Krieger gefunden, den ich nicht klein gekriegt hätte. Aber ich bin auch noch gut, ohne mich mal selbst zu loben. Ist eine schöne Klasse, gerade für Anfänger, weil man im Startgebiet nicht verreckt, sondern einfach mal austeilt. Wächter ebenfalls können verdammt viel heilen, auch voll verdammt viel Verteidigung ausschlagen, um ihre ganze Gruppe zu schützen. Allerdings können auch Wächter total angriffslustig sein und mehr darauf geskillt sein, alle zu vernichten. Also das kann man sehr individuell gestalten. Ingenieure sind sowieso cool, die pfeifen darauf. Was, wir können nur Pistolen und Gewehre als Waffen benutzen? Zäh, ist doch egal. Was? Du willst sagen, ich habe hier nur ein Schwert und ich habe hier nur ein Schild? Was soll das? Ich nehme jetzt einen Flammenwerfer oder Granaten. Sachen, die andere Klassen halt überhaupt nicht haben, weil sie durch ihre individuellen Fähigkeiten halt sozusagen sich einen Flammenwerfer rufen können oder auch mal ein, was weiß ich, was gab es noch, Heiltürme und so weiter und so fort. Schöne Klasse, spiele ich unglaublich gerne. Waldläufer haben einen Tiergefährten. Am besten, man geht mit ihnen auf Fernkampf, muss aber auch nicht unbedingt sein. Tragen mittlere Rüstung, halten einigermaßen viel aus. Kann man auch individuell spielen. Zustandsschaden, das bedeutet Gegner vergiften und verrecken am Gift. Oder halt voll auf Schaden, du haust mit dem Auto-Hit drauf und Gegner sagt Aua. Nekromanten. Gut, das ist eine Klasse, die würde ich jetzt wirklich furchtbar auf Zustände spielen, weil Nekromanten verteilen die einfach alles. Gift, Konfusion, Blutung. Also wenn man einen Nekromanten sieht, ist man eigentlich erstmal schon mal mit allen Zuständen belegt, die es gibt und denkt sich einfach nur, Mist. Ein Elementarmagier kann dann mit einem Heilskill erstmal alle wieder runternehmen, dann sagt der Nekro, verdammter Mist, aber das ist sehr individuell. Also es gibt keine direkten Counterklassen untereinander. Je nachdem, wie man geskillt ist, hat man halt Glück oder Pech. Wie gesagt, keine Perfektion darin. Nekromanten beschwören natürlich Untote. Günther spielt einen, ich nicht. Könnt ihr mal ihm reingucken. Diebe. Eine verdammt gemeine Klasse, wo ich immer noch sage, better nerf the Diebe, please. Können sich verdammt lange unsichtbar machen, können auch noch unglaublich viel austeilen. Im letzten Patch wurden ihre ganzen Cooldowns auch noch total runtergesetzt. Super schöne Klasse, verdammt schicke Rüstung, wie man hier sieht. Mittlere Rüstung, aber genau die Rüstung können auch die Weitläufer tragen, wobei ich die hier total schön finde. Gibt verdammt viele Waffen und Rüstungskins, also nur keine Sorge, wir werden schon sehr individuell aussehen. Man kann auch noch alles individuell einfärben, also wird schon lustig. Diebe sind, ja, weiß ich nicht. Muss man erstmal spielen lernen, aber wenn man Dieb spielen kann, dann ouch. Mesmer, ich spiele als zweite Hauptklasse. Mesmer ist auch schon auf Maximallevel. Ja, Mesmer, da weißt du nie, wer jetzt wer ist, weil Mesmer sind Illusionisten. Die schleudern ihre Illusionen in die ganze Welt und verteilen viel Konfusion und das ist, ja, sie können mit kritischen Schaden machen, die unermesslich viel Schaden nur mit dem Auto, das ist schöne Klasse. Aber nicht einfach zu spielen, weil man verdammt schnell One-Hit ist. Man nennt es auch sogenannte Glass Cannon. Kurz gesagt, so machst verdammt viel Angriffsschaden, aber dafür hältst du gar nichts aus. Einschlag, bups. Aber es ist auch schön, wenn ein anderer Gegner Einschlag, bups. Hm? Muss man sich entscheiden. Ich möchte Waldläuferin spielen, weil ich auch mit diesem Charakter auf ein legendäres Item hinarbeiten möchte. Es gibt ein paar legendäre Waffen. Sind nicht besser als die normalen höchsten Waffen, die man kriegt, haben aber einen besonderen Skin, also ein besonderes Aussehen und sind verdammt schwer zu kriegen. Körpergröße. Oh nein, ein Charaktereditor. Wann spielt sie denn endlich? Ja, spielt sie endlich. Ein Charaktereditor. Tu uns das nicht an. Ja, ich beeile mich ja schon. Die und die Hautfarbe. Kopfoption. Das gibt's nicht alles. Ui. Oh ja, nee. Das sieht ja billig aus. Nee, was the fuck is this shit? Oh no. Oh, hell no! Das da, bitte. Danke. Schön. Oh, so viele Haarfrisuren. Oh, und so viele Haarfarben. Oh, so viele Möglichkeiten. Oh, so viele Möglichkeiten. Mm. Honigblond. Ingwer. Sailor Moon. Mondstein, Flieg und Lieg. Ich glaube, ich möchte lieber hier so Traubenorange, Rotorange. Stauborange finde ich ganz schön. Mm, so viele Haarfrisuren. Mm, was würde das sich denn gut eignen für einen Waldläufer?
Ja, nee, ich klar. Das ist schon fast cooler hier. Hier, das ist doch schön. So gefällt mir das. Passt prima für einen Waldläufer. Gesichtsdetails. Bisschen spitzere Augenwinkel, die Iris vielleicht ein bisschen größer, der für die Augenöffnung größer, Augenbrauen dicke, das ist ja nur das, was nach vorne vorsteht, richtig. Augenbrauenposition ein bisschen höher, ein bisschen weniger streng guckend, Augenbreite recht breit, hellgrüne Augen finde ich schön, Nasenwurzelbreite, was ist das denn? Ach, das ist die da oben, Nasenflügelbreite. Ja, eine kleinere Nase sieht schon besser aus, Nasenlänge, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen. Bisschen hochsetzen, Nasenspitze, Nasenwurzelhöhe, das ist doch alles super. Bisschen breiteren Mund, bisschen größere Oberlippe vielleicht. Ich weiß nicht, wie es aus. Au! Da holen schon die Wölfe. Hanni, spiel doch endlich gleich. Die Wangen ein bisschen kleiner machen, vielleicht die Kopfbreite, weiß ich nicht. Was ist der Unterkiefer? Das ist das, wie das vorsteht, ne? So. Ja, so. Eigentlich recht normal, bitte. Kinnlänge? Dafür kann die Kinnlänge ein bisschen raus, dann sieht das nicht so eingefallen aus. Ja, das sieht doch schön aus. Und Rüstungsfarben, was ich schon erwähnt habe. Man kann alles individuell einfärben. Und das ist nur ein Bruchteil der Farben, die man im Spiel findet. Und nein, Farben sind nicht teuer und schwierig zu kriegen. Nein, man muss kein echtes Geld für ausgeben. Man findet sie einfach pausenlos. Oder man kann sie für ein paar Silber am Handelsposten kaufen. Und Silber ist nicht schwer zu kriegen. Ist nicht sonderlich teuer. Ich möchte aber jetzt hier nicht großartig was verändern. Ich will nur mal gerade zurückgehen. Ja, sieht super schön aus in den Klamotten. Gehen wir voran, denn das war's noch nicht. Jetzt können wir uns unseren Tiergefährten aussuchen. Mein Tiergefährte kämpft an meiner Seite und beschützt mich. Wie wär's mit dem Bärchen oder ein Pirscher oder ein Lindwurm? Nein, das sind nicht die einzigsten Tiergefährten. Man kann unterwegs viele Tiergefährten zähmen. Werden wir dann auch noch ziemlich früh sehen. Ich möchte ein Bärchen haben. Mein Bär und ich bin in einer Einheit im Kampf. Es bedarf nur einer winzigen Geste meinerseits und schon stürzen wir uns gemeinsam auf den Feind. Rar, ich meinte, Brumm. Gehen wir weiter. Auch schwierige Situationen meistere ich mit Charisma, Würde, Wildheit. Würde, würde ich sagen, würdevoll wie eine Waldläuferin, die Natur achtet. Ich bewahre meine Würde, selbst wenn ich bis zu den Ohren im Schlamm stecke. Aus diesem Grund werde ich respektiert. Ernsthaftes, rücksichtsvolles Benehmen ebnet den Weg zum Erfolg. Ich habe zwar noch nicht herausgefunden, wofür man das mit den Würdepunkten eigentlich genau braucht, weil man kann so bestimmte Entscheidungen im Spiel fällen, die dann mehr Würde geben oder mehr Charisma und ich weiß noch nicht wofür, aber egal. Ich bin ein Straßenkind bei einfachen Leuten, adeligen Kreisen. Also weiß ich nicht, wenn sie mit ihrem Tiergefährten durch die Gegend reisen muss, den sie vielleicht beim Wald kennengelernt hat, weil sie weggelaufen ist, weil sie so arm ist, würde ganz gut passen. Ich bin immer arm gewesen, wuchs auf der Straße auf, lebte von der Hand in den Mund. Jeder Tag war eine Herausforderung, aber wie ich immer zu meinem alten Kumpel Quinn sagte, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ich habe hart für ein besseres Leben gearbeitet, aber geschafft habe ich es immer noch nicht. Das wird sich ändern, denn wie in allen Online-Rollenspielen müssen wir die Welt retten, ist doch völlig klar. Zu den Dingen, die ich am meisten bereue, gehört, dass ich nie nach meinen Eltern gesucht habe, auch nach den wahren Eltern, nie den Leichnam meiner Schwester gefunden habe, die Möglichkeit ausgeschlagen habe, im Zirkus so aufzutreten. Zirkus-Afro. Die Zirkus-Quest-Reihe, also wir bekommen eine individuelle Story-Quest, die sich, je nachdem, wie wir uns hier gerade am Anfang entschieden haben, aufbauen wird. Und wir bekommen dann tatsächlich die Möglichkeit, im Zirkus aufzutreten. Diese Quest-Reihe ist nicht lustig. Ich wusste nicht, dass die nicht so lustig ist, aber wenn man darauf steht, dass ständig irgendwelche paranoiden Psychopathen rumlaufen mit Herzkreise, kann man das gerne machen? Ich will es nicht. Ich suche lieber nach meinen Eltern. Als ich noch ein kleines Kind war, wurde ich von einem Waisenheim ausgesetzt. Wurde ich vor einem nicht vor sein? Kann auch nicht reden. Ein gütiges Paar hat mich adoptiert und wurde zu meiner Familie. Dennoch wollte ich immer wissen, wer meine leiblichen Eltern sind. Passt doch ganz gut zu dem armen Straßenkind. Man sagt, bla 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 hat mich gesegnet, als ich noch ein Kind war. Was, bla bla bla? Ja, eine neue Gattheit. Dwaine haben wir, Grend, Balthasar, Melandru, Lyssa und Cormir. Später, ganz, 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 ganz viel später im Endgame, werden wir auch die Schreine von denen noch besuchen, feststellen, dass die immer umkämpft sind und voller Events. Auf der Welt gibt es immer so plupp, spontan Event, man muss was Bestimmtes tun, plupp, Event vorbei, fertig. So, im Gegensatz zu Quests in anderen Spielen mit Anreden, Quest holen, rumlaufen, zurückgehen, Quest abgeben. Gibt's hier nicht. Hast du nicht. Hast Aufgaben und Events. Und das Grand-Event backt gerade. Deswegen mag ich Grand nicht. Grand kann mich mal. Melandru ist schön. Melandru, Göttin der Natur, der Erde und des Wachstums, erkennt man in jeder Ernte und jeder Blume. Wer eine enge Verbindung zu Tieren hat, so wie ich, dem ist sie gewogen. Ich bin eine Anhängerin Melandrus. Finde ich gut, Melandru, beste.
Gott, ja, Gott sei Dank steht der Name noch da. Ich habe mir nämlich schon mal so im Vorfeld so ein bisschen überlegt, wie ich vielleicht meinen Charakter gestalten möchte, damit wir nicht ewig im Charakter-Editor sind. Und ja, mein Name ist Hannah Weltengrün. Weltengrün deswegen, weil das legendäre Item, auf das ich spare, der Kutsu ist. Das ist ein Langbogen, der ziemlich geil aussieht. Und Kutsu ist eine Pflanze, die auch noch einen lateinischen Namen hat, aber das passt nicht so als Charaktername. Deswegen nehme ich den deutschen Namen Weltengrün. Ich bin schon ein kleiner Insider quasi, den jetzt nur ihr kennt und ich. Und deswegen ist es kein Insider mehr und ist ja auch egal. Gehen wir weiter und hören wir uns mal an, was meine individuelle Charaktergeschichte für mich vorbereitet hat. Einst herrschten die Menschen über Tyria. Jetzt können wir kaum die Stellung halten. Man hat uns bezwungen, zurückgeworfen und erniedrigt. Aber wir geben nicht auf. So viele Nationen sind gefallen. Nur Kryta bleibt standhaft. Wir sind stark im Glauben, obwohl die Sechs schweigen. Wir werden tapfer Widerstand leisten in Götterfels. Die Stadt ist mein Zuhause. Ich bin auf der Straße aufgewachsen. Ich habe zwar Freunde, aber ich hatte es nie leicht. Diese Stadt hat alles versucht, um mich unterzukriegen, aber ich habe es ihr gezeigt. Ich lebe nicht länger von der Hand in den Mund, denn hier herrscht Krieg und ich werde mich zur Wehr setzen. Heute habe ich Götterfels verlassen in der Hoffnung auf mehr Glück außerhalb der Stadt. Das Dumme ist, als ich Shemo erreichte, wurde das Dorf von Zentauren belagert. Unschuldige Dorfbewohner sind in Gefahr. Sie brauchen Hilfe. Ich kann auf mich selbst aufpassen, aber das genügt nicht. Jemand muss denen helfen, die es nicht können. Das ist meine Geschichte. Und jetzt geht es darum, Shemor zu verteidigen. Und zwar gegen Zentauren. Oh mein Gott. Ja, wir werden noch viele Zentauren in der nächsten Zeit sehen. Allerdings müssen wir jetzt erstmal fett in den Hintern treten. Das geht ja mal gar nicht. Erst geht die halbe Menschheit unter und dann kommen auch noch Zentauren. Wir müssen mit, Corporal Beirne, Wie wird sich dieser Name wohl aussprechen? Ich weiß es nicht. Aber die lebendige Geschichte kann ich jetzt mal ausklinken. Brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, ich habe ganz viele schöne Screenshots gemacht. Ich gehe auf den Kartenchat, damit wir sehen, was los ist auf der Karte. So eventuell, ist vielleicht ganz interessant. Junger Braunbär. Du hast doch noch gar keinen Namen, mein junger Tiergefährte. Wie nennen wir mal den jungen Braunbären? Poste doch mal Namenvorschläge für den jungen Braunbären, damit wir uns unseren Braunbären hier schon mal taufen können. Poste es doch einfach mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Jeanne de Val. Sieht aus wie eine Elementarmagierin. Könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Was ist denn hier oben? Schon wieder mein Postfach. Im Anhang findet ihr, mein Golem-Bankier, weil ich die Collector's Edition habe, beziehungsweise die große Version. Ich bin Golem-Bankier und ein Portalstein für die Halle der Monumente, weil ich Guild Wars 1 gespielt habe. Gut, gut, gut. Dann sprechen wir doch mal mit Corporal... Ich brauche eure Hilfe. Beine. Egal, hallo. Alle rüber zum Gasthaus. Wir beschützen euch im Gasthaus. Okay, dann gehen wir im Gasthaus beschützen und so. Verdammt, was ist hier los? Alles brennt. Und es regnet und es brennt trotzdem. Und da ist ein Tamini-Krieger. Nein, nein, nein. Du wirst den Oh nein, du hast den Dorfbewohner getötet. Nein, das geht ja mal gar nicht. Friss meine Äxte. Der Ork geht da down. Nein, wirst du nicht. Kannst du mal knicken, Junge, hier. Stirb. Unverschämtheit. Greift einfach die Dorfbewohner an. Da drüben sind noch mehr. Die haben den Gemüsekarren da vorne einfach umgeworfen. Arme Händler haben hier ihr Tageswerk vollbracht und ihr greift sie einfach an. Sterb, Elendige! Los, junger Braunbär, hau drauf! Wunderbar.
Okay, gerade eben konnten wir nur Abprallen benutzen. Jetzt können wir schon eine zweite Fähigkeit benutzen. Spaltklinge. Muss ich immer Stück für Stück freischalten. Geht ziemlich schnell. Und jetzt schleudern wir hier mal viele Klingen auf die Tamini-Krieger. Wir können zwar auch gleich ins Gasthaus gehen, aber ich möchte gleich mal den Tamini-Kriegern zeigen, wo hier der Hammer hängt. Ja, ich bin ausgewichen. Hast du nicht mit gerechnet, ne? Ja, ja. Oh Mann, oh, hier waren sonst immer Häschen drin. Wo sind die kleinen Häschen? Wer hat die Häschen umgebracht? Dann gibt's aber Beef. Das kann ich euch gleich sagen. Tamini-Beef. Mm. Oh, noch mehr Tamini-Bogenschützen. Gehen wir erstmal ins Gasthaus und gucken, wie wir eventuell besser helfen können. Sprecht mit Feldwebel Walters. Hallo, Walters. Feldwebel, noch mehr Zentauren auf der anderen Seite des Dorfes. Hauptmann Thackeray fordert Verstärkung bei der Festung an. Wenn er Hilfe anfordert, muss es ernst sein. Aber ich kann niemanden entbehren. Ich gehe hin. Hauptmann Thackeray war immer für Götterfels da. Ich werde ihm helfen, wo ich kann. Balthasar segne euch. Mit dieser Einstellung siegen wir. Viel Glück! Ich bin zwar noch nicht sonderlich erfahren, aber ich werde Hauptmann Thackeray helfen. Was gibt's denn hier was zu trinken, damit ich vielleicht den Kampf besser durchstehe? Nein? Ich habe draußen die Leiche seines Vaters gesehen. Was? Redet leise. Er hat schon genug Angst. Alle verletzt. Verwundete Soldaten sind alle verletzt. Oh Mann, da sind schon wieder so viele Tamini-Krieger. Momentan habe ich auch nur eine Waffe ausgerüstet, weil mehr habe ich einfach nicht, außer mein kleines Hackebeil und mein traues Bärchen, das mit mir prügeln wird. Ich benutze jetzt gerade mal hier meine Karte, um zu sehen, wo der nächste Punkt ist, zu dem ich hinlaufen muss. Ich muss mich also zur Festung begeben. Haben wir auch gesagt bekommen. Retten wir mal die Welt oder erstmal vorübergehend Shimor. Oder Shaymor oder Shaymor oder Shemail. auf, mein treuer Jungbär! In die Schlacht! Okay, das ist die Feste, die wir verteidigen müssen. Oh, ist auch schon wieder alles kaputt. Schweinerei. Helft bei der Verteidigung der Festung. Da bin ich ja schon bei. Das ist übrigens die einzige Möglichkeit, mich um mich zu heilen momentan. Ich kann nämlich momentan nur meinen Tiergefährten zu mir rufen, der mich heilt. Und da startet ein Event. Verteidigt die Festung. Hallo Hauptmann Thackeray. Logan Thackeray, den werden wir noch ziemlich oft begegnen im Spiel. Oh nein, Tamini-Bogenschützen, Tamini-Krieger. Ich kleb euch nicht in mein Tamini-Heft. Sterbt! Ah, fress das! Da kommen sie. Gott sei Dank müssen wir hier nicht alleine kämpfen. Wir werden unterstützt von den Seraphensoldaten. Und da kommen noch mehr über die Brücke. Großartig. Haltet den Druck aufrecht. Wir haben die Oberhand. Sie stehen direkt vor unseren Stadttoren. Was meinst du hier, wer die Oberhand hat? Oh, was habe ich denn hier freigeschaltet? Biss des Winters. Werft eine Axt und fügt euren Gegner Kühle zu. Frisszustände. Der wird doch nicht nachgelassen. Ups, schnell zurück. Ausweichen ist sehr angenehm dem Spiel. Springen und ausweichen ist sehr angenehm dem Spiel. Für die nächste Welle. Noch eine Welle? Wie viele Wellen denn noch? Los, mein junger Braunbär! Auf ihn mit Gebrüll! Rarr. Dann schleudere ich meine Echse nochmal rein. Das hat jetzt nicht funktioniert. Jetzt nochmal. Bam! Wunderbar. Schaden gegeben. Nicht nachlassen. Was? Der wird weiterleben? Wo denn? Nams! Okay. Gut. Was passiert? Oh. Champion hoher Modnierweiser. Modnier oder Modnier? Oh oh. Genug. Schaltet den Anführer aus. Oh, das ist der Anführer. Ein Champion. Der hält wahrscheinlich wesentlich mehr aus. Na komm, junger Braunbär. Zerschlitz ihn. Er hat kein. Au. Au. Könntet mich besiegen. Au. Das hat wehgetan. Aber der Event war erfolgreich. Wir haben die Festung verteidigt. Jetzt verfolgen wir mal diesen Champion, hohen Modenierweiser. Das kann ja nicht angehen, dass der hier entkommt. Nein, junger Braunbär, Hilfe! Oh Gott! Nein, mein Bärchen! Na warte, das gibt Beef. Oder vielleicht auch nicht. Das ist ja riesig. Heiliger! Das ist eine Bedrohung, Soldat! Wir werden die Königin! Oh. Wir ganz alleine gegen das dort. Was auch immer das dort. Junger Braunbär, komm zurück! Komm zurück! Dann stürzt das ganze Ding in sich zusammen! Okay, die Riesenhand. Okay.
Dann werden wir die riesige Elementarhand da angreifen. Wow, ja, aua. Oh nein, ein Elementar. Ein Erdelementar. Naja, klar, kommen aus der Erde mit den anderen Sachen zusammen. Autsch. Das hat wehgetan. Autsch. Au. Oh. Weh, du machst meinen jungen Braunbären kaputt. Dann gibt's aber. Der gibt's aber ordentlich Ärger. Abschütteln. Los. Was ist das eigentlich? Ah, man befreit mich von einem Zustand. Finde ich ja schön, dass mein Bärchen das kann. Oh, natürlich kämpfe ich für alles, was mir heilig ist. Das hat aber ganz schön wehgetan. Komm her, Bärchen. Oh, ach. Oh, wenigstens hat er mich geheilt. Okay, eine Hand hätten wir damit schon mal erledigt. Die andere ist jetzt auch gleich Geschichte. Fliegt und siegt, meine Äxte. Es lebt noch. Seht euch vor. Ich glaube, es explodiert. Oh. Das hat sicher wehgetan. Was zum Henker war das für ein Vieh? Wo bin ich? Was ist passiert? Ihr wurdet verwundet, als der Elementar explodierte. Hauptmann Thackeray hat euch persönlich hergebracht. Ihr wart 3 Tage ohne Bewusstsein. Ihr hattet viele Besucher. Bürger, die ihr gerettet habt. Einige Seraphen und einen zwielichtigen Kerl, der jeden Tag kam, aber seinen Namen nicht sagen wollte. Das klingt nach meinem Freund Quinn. Ihr solltet eure Vorräte überprüfen. Ich werde ihn fragen, was er wollte, sobald es mir besser geht. Was sollte ich jetzt tun? Frische Luft und Bewegung sind die beste Medizin. Die Göttin Dwayna hat euch geholfen. Vielleicht könntet ihr anderen helfen. Das werde ich. Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Mögen die Götter euch segnen. Im Tal ist vieles zu tun. Dwayna schütze euch. Und damit haben wir schon mal einen Teil unserer Story abgeschlossen und dürfen uns eine Belohnung wählen. Ein Beil oder ein Kriegshorn? Kriegshorn sieht interessant aus. Das benutze ich mal. Für meine Zweithand quasi. Ich trage ja momentan nur diese Axt mit mir herum. Da fühle ich mich nicht sonderlich sicher. Oh, ich kriege einen Lederbeutel. Nicht schlecht. Und Erfahrungspunkte ohne Ende. Mit denen ich gleich mal die nächste Stufe erreicht habe. Mann, das ging ja schnell. Dann tue ich meinen Lederbeutel mal ausrüsten. Also Inventar aufrufen, Lederbeutel ausrüsten, mehr Platz bekommen und mein Kriegshorn einfach mit Doppelklick mal ausrüsten. Kann auch einfach H drücken, dann sehe ich hier mein Ausrüstungsmenü. Die verschiedenen Sachen, die ich noch tragen kann. An Schultern und Händen und Kopf trage ich gerade noch gar nichts. Habe aber jetzt hier immerhin schon mal meine zweiten Waffenmöglichkeiten, Jagdruf, freigeschaltet. Okay, nicht schlecht. Also muss ich noch freischalten. Und meine Unterwasserwaffen und meine Statuswerte. Darum muss ich mich jetzt allerdings noch nicht großartig kümmern. Aber einfärben kann ich quasi jetzt schon beginnen, wenn ich unbedingt möchte. Und das ist übrigens meine Stadtkleidung. Hier habe ich meine Fähigkeiten, die uns jetzt auch noch nicht interessieren in den niedrigen Level. Und hier sehen wir die Waffenfertigkeiten. Wie wir gesehen haben, habe ich hier welche freigeschaltet. Diese Klasse kann Schwert tragen, Langbogen tragen, Kurzbogen tragen, Dolch tragen, Großschwert tragen, eine Fackel tragen, Kriegshorn tragen und halt Speer und Harpune für Unterwasserwaffen. Ziemlich viele verschiedene Waffen, die man tragen kann, die alle unterschiedliche, Fertigkeiten haben, die man einsetzen kann. Und später haben wir dann noch hier auf 7, 8, 9 und 10, beziehungsweise 0 Slot-Fähigkeiten, die man so Stück für Stück freischalten kann, bis zur Elite-Fähigkeit, die dann ziemlich gemein sein kann. Hier sehe ich meine aktuelle Geschichte. Die Berufe habe ich noch nicht erlernt und Erfolge, die man so machen kann. Seine täglichen zum Beispiel. Sehr schön in dem Spiel. Man macht einfach seine täglichen Erfolge und hat dann große Möglichkeiten, sich durch die Belohnung, die man da kriegt, was zu holen. Was muss ich machen? Unterschiedliche Gegnertypen noch. Die merke ich mir doch gleich mal vor, dass ich nur noch unterschiedliche Gegnertypen abklappern muss. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Finde ich sehr schön, dass man sich das hier so auflisten kann, was man noch machen muss. Das sollten wir jetzt eigentlich ziemlich schnell erledigt kriegen. So, junger Braunbär. Dann verlassen wir mal das Lazarett hier, würde ich sagen. Wer ist das denn? Priester Dwaynas. Dwayna segne euch, guter Geist. Was kann ich heute für euch tun? Wo sind wir hier? Das war das Haus von Scott dem Müller. Aber er kam beim Angriff um und hat es den Anhängern von Dwayna vermacht. Wir haben das Haus fürs Erste als Krankenstube eingerichtet. Ich hoffe, daraus langfristig gesehen ein Krankenhaus machen zu können. Danke für eure Zeit. Lebt wohl. Da möchte ich mich jetzt nicht groß weiter mit ihm unterhalten. Aber da vorne sehen wir schon den Wachposten Rebek. Hey, hier drüben. Wenn ihr wissen wollt, was im Tal vor sich geht, dann kommt zu mir. Kann ich bei dir ein O kaufen? Hey, du. Ja? Psst, ja, du, dich meine ich.
Magst du ein O kaufen? Ein O kaufen? Psst, ja, ein O. Okay. Hallo, Wachtposten Rebek. Die Felder hinter Shaymore sind Kryters Kornkammer. Seit dem Zentaurenangriff versuchen die Bewohner, ihr Leben wieder aufzubauen. Doch mit den Banditen und wilden Tieren dort ist das nicht leicht. Wartet nicht auf eine schriftliche Einladung. Geht und helft ihnen. Dies ist eine Wegmarke. Wegmarken erscheinen auf eurem Kompass unten rechts im Bild. Ihr seht sie auch auf der Weltkarte, die ihr durch Drücken von M aufrufen könnt. Drückt M erneut, um die Weltkarte zu schließen. Um zu einer Wegmarke zu teleportieren, öffnet eure Weltkarte und klickt auf die gewünschte Wegmarke. Wenn ihr euch verbessern wollt, achtet auf spezielle Herausforderungen. Aus diesen Prüfungen könnt ihr etwas lernen.